Leute, willkommen im Basskanal. Ich habe nichts in der Hand heute. Wir haben heute was ganz Cooles mitgebracht und zwar aus der Hause Music Man. Und zwar heute den Music Man Stingray 4 PDN HHEBSN. Leute, was soll ich sagen? Da ist er! Also, Peter Lange kann er ja schon, ne? Also ist ja nett. Naja, das ist bestimmt auch nicht 50. Und über 50. Hey Leute, willkommen im Session Basskanal. Heute mal was ganz anderes vom Music Man. Und zwar klar ein Stingray, aber wie ihr schon seht, eine ganz spezielle Edition in einem Jeans Blau Metallic, wie ich es sage, nennen würde. Aber das Ding heißt, Moment Leute, das muss ich echt ablesen, weil echt sowas kann ich mir in meinem Alter echt nicht mehr melden. Das Finish heißt Starry Night Sparkle Burst Finish. Ja, in Kalifornien, man sitzt abends, ja, man baut eine Bassgitarre in San Luis Obispo und dann trinkt man so ein Miller's vielleicht, die eine oder die andere Substanz wird da vielleicht auch mit irgendwie geraucht und dann überlegt man sich so, wie nennen wir denn diesen Bass? Ja, wir nennen den, pass auf Leute, wir nennen den so. Ja? So nennen wir den. Ganz klar, der Amerikaner, ihr wisst ja, die Amerikaner, die denken sich ja bei manchen Sachen nicht mehr so viel. Ist ja so, ne? Aber der Europäer, der Deutsche, der halt den natürlich halt dem so ein bisschen halt dem auf sich was hält, der sieht das natürlich anders. Ich meine, kurzes Szenario. Ihr geht in eure Lieblingskneipe, da arbeitet eine super scharfe Braut an der Theke, ja? Die, auf die ihr schon langes abgesehen habt, ne? Und da kommt ein Basskollege von euch und dann unterhaltet ihr euch einfach so und dann heißt es, ah oh, ja, ich weiß, war in euch bei Session, habe ich mir einen geilen Bass angeguckt, ja. Was hast du angeguckt? Ja, ich habe mir angeguckt einen Music Man Stingray 4 PDN HHEBSN. Ey, mal ganz ernsthaft, wenn das Mädel das mitbekommt, dass ihr so einen Scheiß erzählt, dann könnt ihr es vergessen, ja. Also die kriegt ihr bestimmt nicht mit nach Hause, ja, weil so ein Scheiß, ich meine, Bass ist klasse, aber sowas, ey, da bin ich echt kritisch. Also ich kann mir sowas nicht merken. Also wenn ihr wirklich in den Laden kommt, ja, und wirklich dieses Ding mal probieren wollt, bitte bringt einfach mal einen Zettel mit, wo das alles draufsteht, weil ich glaube nicht, dass man einfach nur sich das was merken kann. Aber das Instrument ist echt abgefahren. Man muss ja sagen, Look 1A. Ihr seht alles so in so Jeans, ne, Farben so ein bisschen so. Ganz tolles Sparkle-Finish mit echt coolen Disco-Glitter. Also bei Madonna könnte ich wahrscheinlich sofort anfangen zu spielen, weil das Ding ist echt von Lackierung echt abgefahren. Wir haben es hier mit einem Music Man zu tun, ein Stingray-Modell. Klar, das kennt man schon, das gibt es ja nicht seit gestern. Und zwar mit einem Modell aus der etwas teuren Serie. Und zwar wie als
Premium-Dealer müssen natürlich von Zeit zu Zeit euch mal zeigen, dass es halt eben auch was anderes gibt als die ganz normalen Sunburst, Natur und bla und schwarz und so weiter. Ne? Da gibt es halt einfach von Musicman viel mehr. Wir haben es hier mit einem Instrument zu tun, der halt eben anders als normaler Musicman Stingray mit zwei Humbucker halt eben heute hier präsentiert wird, mit einem Ebenholz-Griffbrett, auch interessant, und zwar ein Ebenholz-Griffbrett ohne Markierung. Schön und gut, ich finde das privat nicht ganz so toll, aber es macht echt was her. Dafür sind aber die Dots hier an der Seite richtig groß, das bedeutet, ich mit meiner Lesebrille und Dingsgestell alles in einem, sehe das halt eben gerade noch, was das Sache ist, aber der Hals, Leute, der Hals ist wunderbar geölt, ja. Ist halt so dunkel halt eben, das ist schon Roasted Maple nennt sich das halt eben. Das sieht schon sehr, sehr schick aus und es fühlt sich auch toll an. Das ist halt eben wirklich geölt und es hat dann wirklich eine ganz tolle Maserung halt eben. Also wirklich sehr, sehr viel Vogelaugen hier drauf. Also schick ist das Ding auf jeden Fall. Die gewohnten Schallermechaniken, 3-in-1 Konfiguration. Der Bürzel ist hier auch ganz toll gearbeitet. Man kommt also wirklich ganz toll in den ganzen Lagen. Durch das Ebenholz-Griffbrett wirkt der Hals ein bisschen kräftiger, ein bisschen dicker, wie gesagt. Der Ton ist klar durch das Ebenholz. Ich würde es mal sagen, sehr hart, ja, und sehr, sehr präsent. Ja. Eine reine Geschmackssache. Also mit Vintage hat das hier wirklich nun gar nichts mehr zu tun. Die Zutaten, die fette Brücke, halt eben ohne die typischen Dämpfer, hier die Rändelschrauben zum Einstellen, das sind alles Sachen, die wir halt eben schon bei anderen Musicman-Bässen auch schon euch gezeigt haben oder ich euch halt eben auch schon vorgestellt habe. Wir haben die ganz normale Dreiband-Elektronik und zwar ist es einfach Lautstärke. Immer aktiv natürlich das Ganze. 1 Volt, 9 Block hinten. Ne, kann man einfach so rausnehmen. Tolle Elektronikfach hier. Auch schön innen drin. Alles super geil verlötet, muss man wirklich sagen. Dann haben wir. Ja, die typische Dreiband-Elektronik halt eben. Höhen. Natürlich hier und besser. Ganz klar, dieser Bass ist natürlich klar vom Klang her schon in der Musicman Stingray Familie einzugliedern, aber vom Ton her geht das schon so ein bisschen in Richtung klar, modern, wie gesagt, variabel für Leute, die zum Beispiel dem viel mit Plektrum spielen, ist es ideal, weil wie gesagt, durch Ebenholz. Kommt schon sehr, sehr geil, auch klar für diese. Ja, Sustain halt sehr, sehr schön. Klar, das Ebenholz transportiert natürlich halt eben die Obertöne wirklich sehr, sehr weit. Also der Bass klingt generell sehr, sehr, sehr klar. Ich sagte ja bereits, vom Vintage gar keine Spur. Interessant ist die Schaltung mit den zwei Humbucker. Um euch das mal demonstrieren, habe ich euch einfach mal, macht es ein bisschen leiser, denn sonst rasselt der Pedal dem hier aus. Wir haben hier einen Fünfwegschalter. Diese Position 1 ist sozusagen der typische Musicman-Tonabnehmer, ganz normal geschaltet, wie man es kennt. Dann arbeiten beide Spulen. In der zweiten Stellung arbeiten nicht diese beiden, sondern diese hier und diese hier. Das ist so ein bisschen wie so ein Jazz-Bass-Klang, würde ich mal so sagen. Also ein bisschen dünner der Ton, straff, aber nicht ganz so dick. Dritte Stellung, auch interessant.
die beiden und diese hier. Das bedeutet, habt ihr den Humbug und vorne halt eine Single-Coil-Spule. Das klingt von Ton her so ein bisschen modern. So dieses typische, ja, 80er Jahre, Martin-mäßige. Ich habe jetzt nichts an der Klangröhre gemacht. Das ist wirklich nur hier von ja, ein bisschen härter bis. Ihr merkt schon, es ist jedes Mal ein anderer Klang, ja. Wirklich ein vorgefertigter, super geiler Slap-Sound. Die vierte Stellung, diese hier und diese hier, da habt ihr letztendlich halt den, ich finde so von Richtung her so ein bisschen so einen knorzigeren, präzienischen Ton. Position ist zum Plektrospielen ideal. Der hat wirklich so diesen bisschen aggressiveren Ton und wie gesagt, auch bis hier keine Klangregung verwendet. Das bedeutet, alleine durch die Position des Schalters habt ihr so viele Klänge zur Verfügung und ich hoffe, dass seitdem das auch über diese Lautsprecher alles kommt. Der Pegel verändert sich so gut wie gar nicht. Also das ist wirklich so etwas, was natürlich toll ist, weil klar, wenn ihr da permanent neuen Sound habt, der Pegel verändert sich und man müsste permanent an Amp rangehen und da rumschrauben. Ist bei dem Bass nicht der Fall. Lediglich diese Position, das sind quasi die beiden Spuren wieder hier zusammen, da verliert der Ton ein bisschen. Und das ist aber auch eine Nummer, wo ich sage, wenn man so ein bisschen so mit so diesen, sagen wir mal, ja. Ne, diesen Kontrabass-ähnlichen Ton haben möchte, ja, zum Beispiel. Flatwound-Seiten, zum Beispiel auf Music Man, das klingt übrigens sehr, sehr interessant, ja, das ist auch nicht zu verachten. Wenn man den so ein bisschen weicheren Ton, wie Balladen oder für etwas Tragendes, dann kann man diese Stellung auch gut nehmen. Da verliert der Sound ein bisschen am Volumen, dafür kriegt halt dem einfach durch die nahe Position am Hals, also hier dran, einfach etwas mehr, ja, bisschen mehr Fülle einfach. Alles in allem ist es eine Maschine, die ganz klar euch natürlich in die Music Man Welt natürlich reinbringt, die aber natürlich nicht nur diesen ganz klassischen Music Man Ton bringt, sondern ein paar mehr Töne, ein sehr, sehr klassisch naher Stingray Sound mit diesem Tonabnehmer, aber ansonsten, wie gesagt, ein sehr, sehr variables Instrument. Ganz klar, in dieser Preisklasse, das Ding kostet richtig Geld, ist das natürlich halt eben auch alles keine Kunst mehr. Verarbeitung ist wirklich 1A. Man muss auch wirklich sagen, die Firma Music Man, gerade was ihre Sondermodelle angeht, die legen da wirklich halt eben Hand an und das ist alles vom Feinsten gemacht. Wie gesagt, hier Lackierung, Binding, die Halseinpassung, das ist alles vom Feinsten. Also da stimmt wirklich alles. Ja? Das ist einfach nicht so 0815, sondern das ist wirklich viel mit Hand und viel mit Liebe zum Detail gemacht worden. Ab nach Frankfurt, ab nach Waldorf in unseren Läden. Wir warten gerne auf euch und zeige euch mal hier dieses Teil mal. Und zwar den. Ja, bitte nicht in die Kneipe gehen und von sowas anfangen zu reden, sonst wird es nie was mit den Frauen. Bitte nicht so machen, ja? Also wie gesagt, den haben wir euch heute gezeigt. Peter und ich verabschieden uns von heute. Schneidest du sowieso nicht raus, habe ich gemerkt. Er hat mich voll auflaufen lassen. Also, Peter und ich verabschieden uns heute von euch. Wünsche euch ein schönes Wochenende.
kommt vorbei und guckt euch mit den geilen Maschinen mal an. Macht's gut. Danke, Peter.